Was macht dich so sicher? Was macht dich so sicher, dass du als Unternehmer, Unternehmerin mit deinem Unternehmen, mit deinem Geschäftsmodell, was macht dich so sicher, dass du als bislang erfolgreicher Franchise-Geber in diesen sich so schnell verändernden Zeiten weiterhin erfolgreich sein wirst? Diese Frage, was macht dich so sicher, wollen wir in diesem Video etwas näher beleuchten. Mein Name ist Eugen Marquardt von den Franchise-Machern. Wir sind eine Unternehmensberatung ganz speziell für Franchise-Geber und die es werden möchten und natürlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Systemzentralen. Ja, was macht dich so sicher? Wir bekommen jeden Tag Anfragen von Unternehmen, die ein Franchise-System aufbauen möchten, von Franchise-Systemen, die sich weiterentwickeln möchten. Und wir haben eine Zeit, die viele von uns so erstmal nicht kennen, die ohne Beispiel ist, durch Corona, durch Krieg und Ähnliches. Da haben wir noch keine echten Muster dafür, sozusagen darauf zu reagieren. Und das lernen wir gerade als Unternehmer, dass wir hier nicht nur Schönwetterkapitäne sind, sondern dass wir auch tatsächlich uns persönlich weiterentwickeln müssen und dass wir unsere Geschäfte weiterentwickeln möchten oder müssen oder uns verändern müssen, weil sich die Welt da draußen ändert. Und was mich manchmal erschüttert oder aufregt oder einfach irritiert ist, dass manche Unternehmer, auch manche Franchise-Geber, trotz dieser vielfältigen Veränderungen da draußen sehr sicher scheinen, dass das Geschäftsmodell, was sie da im Moment betreiben, immer so weitergeht und erfolgreich weitergeht. Und das gilt gerade für diejenigen, die vielleicht sogar gut durch die Corona-Krise gekommen sind und gut vielleicht durch die Auswirkungen der Kriegswirren, die wir gerade haben, durchkommen, weil sie von der Krise nahezu automatisch profitieren, ohne sich verändern zu mussten, weil einfach mehr Aufträge kamen, weil sie gerade genau an der Stelle richtig standen, wo sie sind. Und das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, aber es ist ein bisschen zufallsgetrieben natürlich. Und was macht einen dann so sicher, dass man plötzlich 40.000 Kunden oder sowas mehr hat, weil man im Lockdown war und weil plötzlich Lieferservices gefragt waren? Natürlich ist das eine Leistung, sich darauf einzustellen. Natürlich ist es auch richtig, sich darauf einzustellen. Natürlich ist es wichtig, dass man dann Lieferservices anbietet. Aber was macht einen so sicher, dass das so weitergeht? Und mehr denn je glaube ich, dass wir gerade im Franchise noch mal genau gucken müssen, was ist das zugrunde liegende Geschäftsmodell, wie funktioniert das eigentlich und was müssen wir daran ändern, um möglichst anpassungsfähig zu sein an weitere Krisen, die da womöglich noch kommen. Und natürlich kann man sich nicht gegen alles wappnen, wir können nicht alles vorhersehen, das funktioniert sicherlich nicht. Aber was wir können ist, wir können unsere Geschäftsmodelle so flexibel aufbauen, dass wir auf Krisen, die da kommen, auch wenn wir sie noch nicht kennen, die Möglichkeit haben, relativ zügig zu reagieren, relativ zügig Kosten einzusparen oder Investitionen nach oben zu schrauben oder schnell unsere Kunden an einer anderen Stelle abzuholen oder schnell die Kundengruppe vielleicht ein bisschen zu variieren. Also die Geschäftsmodelle flexibel zu halten und vielleicht auch hier und da wegzukommen von einem Prinzip, hier ist ein Ladenlokal und ich mache alles von dem Ladenlokal aus, wie wir das so ganz klassisch vom Einzelhandel kennen und hier stehe ich und hier kann und ich kann das nicht anders tun, so muss es eben sein, dass wir davon wegkommen zu flexibleren Modellen, wo vielleicht natürlich auch standortbasierte
Geschäftsmodelle weiterhin eine Rolle spielen, vollkommen klar, aber vielleicht eingebettet in einer anderen Struktur, die letztendlich flexibler ist. Und genau diese Punkte diskutieren wir sehr intensiv mit unseren Kunden. Und umso wichtiger, wenn man etwas multiplizieren möchte, umso wichtiger, wenn man Franchise-Partner sucht, deren Existenz ja letztendlich auch daran hängt, dass wir als Franchise-Geber die Dinge innovieren, flexibel halten, am Zahn der Zeit sozusagen sind, auch Veränderungen eingehen und auch vielleicht hier und da unliebsame Entscheidungen treffen, weil wir eben nicht nur Schönwetterkapitäne sind. Und wenn ihr auch an euren Geschäftsmodellen arbeiten wollt, wenn ihr Inspirationen sucht, wenn ihr vielleicht sogar sagt, jetzt erst recht, auch das haben wir jetzt erst recht, skalieren wir jetzt erst recht, bauen wir ein Franchise-System auf, weil wir unser Geschäftsmodell so abgeändert haben, dass wir wirklich in der Lage sind, es gerade jetzt zu skalieren und wir trauen uns das, obwohl da draußen überall Krisen sind. Mit diesem jetzt erst recht wird es dann vielleicht eine ganz tolle Sache, so ranzugehen und zu sagen, nein, ich bin mir nicht immer sicher, aber ich bin sicher, dass ich flexibel genug bin. Ich bin nicht einfach nur an meinem Schreibtisch gebunden und mache immer nur dasselbe, immer wieder, was in den letzten 30 Jahren funktioniert hat. Ich hole mir die Sicherheit dadurch, dass ich mich anders aufstelle, dass ich mal mein Geschäftsmodell, meine Branche ganz anders denke. Das kann man auch mit uns Franchise-Machern tun, die Dinge mal ganz anders zu denken, mit uns als Sparringspartner, sich mal zu matchen, auch mit anderen aus der Branche, die ähnliche Herausforderungen haben. Und wenn ihr das wollt, dann nehmt Kontakt mit uns auf. Hier unter dem Video ist die Kontaktmöglichkeit eingeblendet. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss bei dem Video dabei geblieben seid. Lasst uns gerne ein Like da. Euer Eugen.